Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sind die Brokernuss für den August 2024 und in diesem Video verrate ich euch natürlich, wie immer, was hat sich getan, was wird sich tun in der lieben Welt der Online-Broker, in der Welt der Finanzen für uns hier in Österreich. Das Ganze komprimiert, zusammengefasst in einem Video. Und ich verrate euch im Vorspann, wie immer, welche Themen ich behandle. Ihr findet unten in der Videobeschreibung die Timestamps dazu. Das heißt, ihr könnt euch unten in der Videobeschreibung sofort hineinspringen zu einem bestimmten Thema, wenn ihr sagt, dieses Thema interessiert mich, das andere interessiert mich nicht und ihr verliert keine wichtige Zeit und ihr könnt euch was anderes ansehen zum Beispiel. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr euch die gesamten Brokernuss anseht, denn es gibt wieder so einiges zu erzählen. Unter anderem zu Beginn ein Marktrückblick, was hat sich getan erst im letzten Monat bzw. seit Jahresbeginn. Dann ein Hinweis auf meine letzten Videos. Dann News zu Flattech, Startup Bank, Bitpanda, Bison App, Finanzen.net, Xero, Scalable, Trade Republic, Vivid, Fonds und ETF News zu Bergfahrten. Christian von Bergfahrten veranstaltet wieder ein Lesertreffen und die Steuerreporting-Verordnung kommt. Für uns extrem positiv, für alle, die eine steuereinfachen Broker haben und depotübergreifenden Verlustausgleich machen möchten. Das war in den letzten Jahren doch ein wenig kompliziert. Das wird jetzt besser. Danke an den Gesetzgeber. Da erzähle ich, was sich denn da tun wird und ab wann wir denn damit rechnen dürfen. Und danach kommen noch die Sparzinsen und am Ende des Videos, wie immer, die Neukundinnen und Neukundenaktionen unserer lieben Online-Broker. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß bei den Brokernuss und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at, dem österreichischen Brokertester und Vergleicher. Gleich zu Beginn der Brokernuss, wie hat sich denn der Markt entwickelt im Juli 2024? Ich blicke auf die verschiedenen Indizes und was sehe ich? ATX Total Return plus 1,6%, DAX Performance Index plus 1,2%, Dow Jones Industrial Index plus 4%, Nasdaq Composite. Ups, Überraschung, minus 1,57%, Standard & Poor's 500 Index plus 0,86%. Das heißt, alle Indizes im Plus, außer der Nasdaq Composite Index, dort wo die Technologiewerte drin sind, die sind nach unten gerauscht. Wobei, dieses Minus ist nicht sehr hoch, insbesondere wenn man sich year-to-date ansieht. Wie haben sich denn die verschiedenen Indizes seit Jahresbeginn entwickelt? Da sehen wir speziell beim Nasdaq Composite Index, der ist noch immer mit über 19% am sattesten im Plus von allen Indizes. Der ATX Total Return plus 14%, also auch nicht von schlechten Enden. Standard & Poor's 500 Index plus 16,4%, DAX Performance Index ein bisschen über 10% und der Dow Jones plus 8%. Ganz gleich, in was du investiert hättest in den Aktienmärkten bei diesen 5 Indizes, alles wäre im Plus gewesen. Und naja, der August hat jetzt einmal nicht so gut begonnen, aber wir werden sehen, wie das Börsenjahr 2024 denn sich schlussendlich entwickelt wird, wenn wir am Ende des Jahres stehen. Aktuell in den ersten 7 Monaten des Jahres ist das Ganze wirklich super gelaufen, aber die Börse ist wie immer ein Auf und Ab und sicherlich nicht stetig nach oben. Im letzten Monat habe ich so einige Videos wieder gemacht, unter anderem Videos und Beiträge. Unter anderem habe ich auch darüber berichtet, dass unser Finanzminister Magnus Brunner die Idee des CAST-Vorsorgedepots, CAST-freien Vorsorgedepots, hier begraben hat. Das dürfte nicht kommen. Du kennst das Meme. Finanzminister Brunner drängt auf Abschaffung der Wertpapierkäst und wir warten und wir warten und wir warten. Und das Warten hat anscheinend ein Ende, denn in seinem Podcast Finance Friday hat er bekannt gegeben, das wird irgendwie nichts. Ich habe ein Video dazu gemacht und ja, wir hätten uns natürlich darüber gefreut, dass Anlegerinnen und Anleger, die langfristig orientiert sind, aber anscheinend kommt hier nichts. Im September, Oktober werden wir neu wählen und wir werden dann sehen, ob die neue Regierung dieses Thema wieder aufnimmt und vielleicht doch etwas macht. Auf jeden Fall ist das Thema ein diverser Aufreger, kommt sehr gerne in den Zeitungen und anderen Presseartikeln vor, aber gleichzeitig hat es nicht danach ausgesehen, als ob dieses Thema tatsächlich angegangen wird. Die Grünen sind dagegen, die SPÖ hat etwas dagegen, die FPÖ hat sich rausgehalten und die Neos waren grundsätzlich dafür, aber viel war noch nicht bekannt, wie denn das tatsächlich ausgestaltet werden hätte sollen und über ungelegte Eier braucht man sowieso eigentlich nicht großartig reden.
Wir hätten uns gefreut, schlussendlich ist es nicht gekommen und ja, mehr wissen wir sowieso nicht darüber. Wir gehen wählen im September und Oktober und schauen uns natürlich das gesamtheitliche Parteiprogramm der unterschiedlichen wahlwerbenden Parteien an. Wir werden dann unsere Stimme dann jener Partei geben, wo wir uns denken, ja, die haben das beste Programm für uns hier in Österreich und Europa. Dann habe ich ein Video gemacht zu Trade Republic 1% Safeback über die Karte. Lohnt sich denn das Ganze? Naja, die Zusammenfassung ist, du musst mindestens 1500 Euro Umsatz machen, damit du 15 Euro Safeback bekommst. Von der 15 Euro Safeback, also nur 1%, von der 15 Euro Safeback musst du nur mit 25% Steuer zahlen. Also du hast ein Safeback von 0,75. Du musst das Ganze nur mal versteuern über die Einkommensteuererklärung. Naja, hohe Ausgaben, viel Konsum, naja. Also ja, es ist ganz nett, aber ja, Steuern und so weiter, absolut komplex und wer weiß, wie lange das tatsächlich ja, angeboten wird. Dann habe ich ein Video dazu gemacht, ETF-Boom in Österreich, die Dalat und die Flattex haben ihr ETF-Sparplanangebot ausgeweitet. Bei der Dalat Bank gibt es jetzt 190 ETFs im Sparplanangebot, davon 130 ohne Ausführungsgebühren und bei der Flattex sind es über 1500 ETFs und davon über 650 ohne Ausführungsgebühr. Also das Sparplanangebot wird bei vielen steuereinfachen Brokern ausgeweitet und man findet da oder dort sicherlich einen Sparplan, der bereits ein ETF, der ohne Ausführungsgebühr angeboten wird. Hinzu kommen natürlich immer Rückvergütungen, die Produktkosten, die TER plus natürlich das Spread bei der Ausführung. Und jetzt kommen wir zu den Broker-News. Flattex, der Xtrackers Geldmarkt-ETF, ist leider aus den Premium-ETFs rausgefallen. Das sind jene ETFs, die du kostenfrei kaufen kannst, wenn du an einen alternativen Handelsplatz wie Tradegate, Baderbank und so weiter kaufst und der Order Gegenwert mindestens 1000 Euro beträgt. Der Carlo aus der Community hat uns darauf hingewiesen, hey, den finde ich nicht mehr. Und jetzt der Xtrackers Geldmarkt ETF war ganz einfach ein sehr beliebter ETF und leider ist er jetzt rausgefallen. Und der Carlo aus der Community hat uns diese traurige Kundschaft leider gemacht. Aber wir sind jetzt klüger geworden. Das heißt, diesen Geldmarkt-ETF könnt ihr nicht mehr über die Premium-ETFs kaufen. Was das ist, also ein Premium-ETF, das findest du hier bzw. unten in der Videobeschreibung. Dafür gibt es aber diesen ETF noch immer als Sparplan. Das heißt, wenn du diesen kaufen möchtest, kannst du den natürlich kaufen. Bisschen später komme ich noch zur Steuermeldung von diesen Xtrackers Geldmarkt-ETF. Das hat manche überrascht, aber insgesamt war das keine große Überraschung, außer vielleicht ja, die Höhe, aber dass eine Steuermeldung kommt, das sollte hoffentlich niemanden überraschen. Wie läuft es bei Flattex DEGIRO allgemein? Flattex DEGIRO ist ein börsennotiertes Unternehmen und so muss das Unternehmen auch reporten, wie es denn finanziell so dahin geht. Die Revenues, und ich finde das immer sehr, sehr spannend, die Wachstumszahlen sind gut, aber im Vergleich zu Neobrokers wie Scaleway oder Trade Republic ist Flattex DEGIRO natürlich hinten nach, weil das Produktangebot dann doch eher so ist wie ein alter Broker. Sie bieten halt wirklich den Börsenzugang zu verschiedensten Handelsplätzen an, aber gleichzeitig irgendwelche Innovationen wie eben Karte, Zinsen, Konto oder sowas, das gibt es bei Flattex DEGIRO nicht, ganz gleich ob bei DEGIRO oder Flattex, nein, das gibt es nicht und wenn wir uns dann ansehen, woher kommen denn die Erlöse, dann werden wir überrascht sein oder auch nicht überrascht sein und zwar die Revenues im ersten Halbjahr 2024 waren 141 Millionen aus dem Transaktionsgeschäft, das heißt, das sind unsere Orders und 92 Millionen aus dem Zinsgeschäft, das sind die Zinserlöse aus Wertpapierkrediten, die sind ein bisschen über 1 Milliarde und über 3 Milliarden liegen bei Flattex DEGIRO an Cash herum und weil die 0% Zinsen an uns Kundinnen und Kunden geben, verdienen die natürlich dran, weil mit diesen Cash kann man natürlich arbeiten und da bekommt Flattex DEGIRO Zinsen und das ist das Zinsergebnis und das macht bereits 38% der Umsatzerlöse aus. Also wenn die Zinsen wieder zurückgehen, dann gehen auch diese Erträge wieder zurück. Schlussendlich gibt es aktuell ein EBITDA, also ein Earnings Before Interest Taxes und Abschreibungen in der Höhe von 106 Millionen und das Net Income im ersten Halbjahr 2024 bei Flattex DEGIRO in der Höhe von 61 Millionen. Ist es gut, ist es schlecht? Im Vergleich zu den Vorjahren ist es gut und besser. Sie profitieren extrem von
den Zinsen, die eben angestiegen sind. Gleichzeitig, sie geben diese Zinsen nicht weiter und es liegen aber noch immer über 3 Milliarden Euro rum. Und natürlich auch an Wertpapierkrediten, da sind die Sollzinsen gestiegen. Also irgendwie eine spannende Sache bei Flatex-Giro. Sie geben die Zinsen nicht weiter, gleichzeitig erhöhen sie die Sollzinsen für die Wertpapierkredite. Naja, da verdient man natürlich ganz gut und das zeigt sich eben hier im orangen Bereich. In der Höhe von 92 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2024 und im Vergleich zu den letzten Halbjahren, das wird mehr und mehr und mehr. Jetzt werden wir sehen, wie denn das mit der EZB-Zinssenkung sich widerspiegeln. Man könnte sich vorstellen, dass das langsam eben auch hier wieder zurückgehen wird. Bei der Dalat Bank, die haben mit 1.8.2024 so einige Neuerungen eingeführt. Bei Getex, da gibt es günstige Ordergebühren, so wie bei der Wiener Börse. Eine 1.000 Euro Order kostet hier jetzt 6,40 Euro. Bei der Baderbank, auch hier gibt es günstige Ordergebühren, genau die gleichen Ordergebühren wie bei der Lang und Schwarz. Außerbörsliche Order kostet hier nämlich 1.000 Euro, wohlfeile 5,40 Euro. Und wie die Neukundinnen und Neukunden bei der Dalat Bank gibt es keine Depotgebühr nun bis Ende 2027. Bisher war das bis 2026, mehr dazu, aber dann am Ende bei allen Neukunden und Neukundenangebote. Und bei den Sparplänen gibt es auch News, und zwar ist hier die Mindestsparplanrate von 30 Euro auf 20 Euro gesenkt worden. Bei den Aktien-Sparplänen, bei den Zertifikaten-Sparplänen, bei den ETF-Sparplänen und bei den Fonds-Sparplänen. Nicht betroffen davon ist der Gold-Sparplan. Da ist die Mindestrate noch immer bei 50 Euro. Heißt nichts anderes, du kannst jetzt deinen ETF-Sparplan bereits ab 20 Euro bei der Dalat anlegen und profitierst von einer niedrigen Ausführungsrate. Und 20 Euro, das ist die niedrigste Ausführungsrate bei allen steuereinfachen Brokern. Die hast du nicht bei der Flattex, die hast du nicht bei der Bank direkt und auch nicht bei der Easybank. Günstigere und auch nicht bei der Erste Bank. Günstige oder niedrige Ausführungsrate gibt es eben nirgends, außer eben hier bei der Dalat Bank. Was gibt es nur bei Bitpanda? Bitpanda setzt in Deutschland auf die Know Your Customer Identifizierung von Solaris und maximale Kontrolle, sagt Bitpanda. Jetzt gibt es auch Limit Orders, das heißt, du kannst bei dem Kauf oder Verkauf ein Limit reinsetzen und kannst so eben selbst bestimmen, wann du ein bestimmtes Asset kaufst bzw. verkaufst. Endlich führt das Bitpanda ein. Die Bison-Kundinnen und Kunden sind im letzten Monat vielleicht kurz einmal nervös geworden, weil sie haben sich nicht einloggen können. Nicht nur für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, sieben Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, 14 Stunden, 16. Nein, es war extrem lange Zeit. Ich glaube, es waren sogar über 24 Stunden. Und da wird man durchaus ja ein bisschen ungemütlich. Was hat es denn da? Und die Kommunikation war von Bison, das ist ein Tochterunternehmen der Börse Stuttgart, zu Beginn nicht so optimal. Sie haben dann beschwichtigt, hey, eure Assets sind nicht in Gefahr. Das läuft alles. Und wie sie dann wieder online war, man hat dann gesehen, okay, es ist wirklich alles noch da. Aber diejenigen, die das auf dem Wallet von Bison liegen haben, die sind vielleicht wirklich ein bisschen nervös geworden. Und wie immer, not your keys, not your coins. Auch hier wieder so ein kleiner Hinweis, vielleicht sollte man sich überlegen, ob man die Coins nicht wegtransferiert auf ein Wallet, wo man selbst Zugriff hat. Ja, das war ein bisschen eine ungute Zeit bei der Bison. App. Bei Finanzen.net/Zero hat es eine interessante E-Mail gegeben. An die Privatkundinnen und Kunden von Finanzen.net/Zero ist eine E-Mail geschickt worden mit der Frage, hey, habt ihr Interesse an einem Firmendepot? Habt ihr vielleicht eine juristische Person, wie zum Beispiel eine GmbH, und habt ihr da Interesse, dass ihr hier bei Finanzen.net/Zero ein Firmendepot eröffnet? Weil wir planen, ein Firmendepot zu machen, zu präsentieren. Und wenn ihr Interesse habt, sagt uns das Ganze. Und das wäre natürlich eine interessante Sache, insbesondere wenn das auch in Österreich der Fall wäre und wir hier die Möglichkeit hätten. Denn warum? In Österreich gibt es sehr wenige Firmendepots. Die steuereinfachen Firmendepots von den Online-Brokern gibt es nur meines Wissens noch bei der Dalat Bank und bei der Easybank. Und auch hier ist die Antragstellung ein bisschen komplexer wie bei uns Privatkunden. Warum ist das Ganze komplexer? Weil die Broker dann natürlich mehr machen müssen. Du kannst nicht bei Flatex Österreich ein Firmenkundendepot eröffnen als juristische Person, und du kannst auch zum Beispiel bei der Bank direkt kein Firmendepot eröffnen. Du musst wieder zu einer Filialbank gehen oder du gehst ins Ausland zu Interactive Brokers. Aber selbst im Ausland sind die Firmendepots ebenfalls
durchaus nicht so häufig gesehen. Ein Depot ist für einen Privatkunden deutlich einfacher zu eröffnen als für einen Firmenkunden in Form einer juristischen Person. Bei Scalable gibt es ebenso eine Neuerung, und zwar Scalable hat drei verschiedene Produkte gehabt, den Free Broker, Prime Broker und den Prime Plus Broker. Jetzt haben sie gesagt, das ist ein bisschen komplex. Wir haben da ein bisschen Verwirrung gestiftet. Jetzt haben sie den Prime Broker, die zweite Wahl, gestrichen. Jetzt gibt es nur noch den Free Broker und den Prime Plus Broker. Der Prime Plus Broker hat alle GetEx Orders inkludiert und du bekommst ein 2,6%iges Zinsguthaben oder du bekommst Zinsen in der Höhe von 2,6% aktuell auf Guthaben auf deinen Verrechnungskonten und ein paar andere Gimmicks, die ebenso damit drinnen sind. Also das ist das Angebot des Prime Plus Brokers. Dieses Abo kostet dir im Monat 4,99 Euro. Kommen wir zur Trade Republic. Wann wird Trade Republic in Österreich steuereinfach? Ja, sie werden in Österreich steuereinfach und wir warten und wir warten und wir warten. Es gibt keine neuen Informationen, wann sie jetzt steuereinfach werden, ob das nächste Woche ist, morgen, heute, keine Ahnung, oder erst nächstes Jahr oder zu Ende des Jahres. Auf jeden Fall warten wir weiterhin. Medienberichten zur Folge gibt es also einige andere Probleme. Also Trade Republic hat jetzt eine Vollbanklizenz, sie haben Probleme mit dem Kundenservice, der wird jetzt ausgelagert. Es gibt Zeitungsberichte, wo der Support gelockt worden ist mit, hey, wir zahlen euch 50 Euro in der Stunde, damit ihr länger da bleibt, damit ihr die Kundenanfragen abarbeitet, und die sind aber anscheinend trotzdem gegangen. Und es gibt so einige andere Kritikpunkte. Finanzbusiness.de hat eine ganze Liste an Kritikpunkten und an Problemen von Trade Republic aufgelistet, und es wird spannend, wie denn da das Spannungsverhältnis in nächster Zeit gelöst wird. Auf jeden Fall dürfte der Broker ein bisschen zu schnell gewachsen sein und es gibt so einige Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Vivid ist ein Konto, die haben keine Banklizenz, sondern E-Money-Lizenz und haben aber auch eine Brokerlizenz aus den Niederlanden, und die haben ein Interest Rate Pocket, da investierst du in einen Geldmarktfonds, und in diesen Geldmarktfonds, da gibt es jetzt die Möglichkeit von Zielen, auf was sparst du auf den Urlaub, auf ein neues Auto oder was auch immer, und dieses Ziel kannst du hinterlegen und kannst dann eben schauen, wie weit bist du denn in der Zielerreichung, ein ganz nettes Feature. Man sieht, die verschiedenen Neo-Broker, die verschiedenen Neo-Anbieter von Investiermöglichkeiten, die probieren sich halt aus, in welche Richtung könnten wir gehen, was können wir anbieten, dass wir attraktiver werden, dass Menschen bei uns Geld investieren, und Vivi probiert das jetzt eben mit einer Einführung von Zielen auf das Interest Rate Pocket, aber im Hintergrund steckt wiederum ein Geldmarktfonds. Also man merkt schon, dass ein Geldmarktfonds versucht, oder dass verschiedene Neo-Broker und Banken versuchen, die Menschen vom Sparkonto wegzubringen in Richtung Geldmarktfonds. Gleichzeitig ist ein Geldmarktfonds schon etwas anderes als ein Sparkonto. Da hast du keine Einlagensicherung. Ein Geldmarktfonds kann durchaus in turbulenten Zeiten Dinge machen, die eben nicht so stetig und sicher sind, wie es ein Sparkonto ist. Und wir dürfen gespannt sein, ob da manche drauf reinfallen und sich nicht bewusst sind, dass ein Geldmarktfonds nicht dasselbe ist wie ein Sparkonto, sondern eben nur so eine Anlehnung ist. Naja, diejenigen, die jetzt vor kurzem so die Steuermeldung bekommen auf einem Xtrackers Geldmarkt ETF, die werden das eben zum Teil schon mitbekommen haben. Kommen wir zum den nächsten News, Fonds und ETF-News. Hohe Steuerlast auf den Geldmarkt ETF DWX0AN von Xtrackers, und ich habe einen eigenen Beitrag darüber geschrieben, wie Anlegerinnen und Anleger die Steuer, die sie gerade bezahlt haben, auf die hohen ausschüttungsgleichen Erträge, wie sie denn darauf reagieren können, welche Möglichkeiten es hier gibt. Wir haben auch in der Community großartig darüber diskutiert. Auf jeden Fall, wenn du jetzt eine Steuerlast gehabt hast, die betrifft das Geschäftsjahr 1.1.2023 bis 31.12.2023, die muss innerhalb von 7 Monaten abgerechnet werden. Das ist jetzt mit Ende Juli 2024 passiert. Heißt nichts anderes, du hast jetzt auf diesen
ETF jetzt Steuern bezahlt und die Anschaffungskosten sind dementsprechend erhöht worden. Und wenn du jetzt verkaufst, bist du jetzt höchstwahrscheinlich in den Verlust, kannst du so anteilig die Steuer wieder zurückholen. Aber liest dir doch diesen Beitrag durch oder stell dir deine Fragen in Form eines Kommentars darunter oder komm am besten in die Community. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung oder such ganz einfach in deiner Suchmaschine deiner Wahl BrokerTest Community, dann findest du den Link zur Community und kannst dort eben mitplaudern bzw. bedient zuerst die Suche nach diesem Geldmarkt-ETF, denn wir haben wirklich großartig bereits darüber diskutiert, inklusive der Handlungsoptionen. Und wie gesagt, ich habe einen Beitrag darüber geschrieben und du kannst dir auch in Form der Kommentare dann ein bisschen weiterbilden und weiterlesen. Welche Möglichkeiten, Handlungsoptionen hast du denn jetzt, damit du dann eben die richtige Wahl für dich triffst? Weitere ETF-News, der Spider MSCI All Country World IMI, den gibt es jetzt ab sofort in der ausschütteten Variante. Leider meldet der Spider die Ausschüttung nicht an die ÖKB und so kann es unter Umständen so sein, dass dieser ETF steuerlich nicht ganz optimal ist. Das heißt nicht für uns in Österreich optimiert. Warum ist dieser ETF so interessant? Der hat über 9000 Titel in seinem Programm, also breiter gestreut gibt es nicht. Den gäbe es jetzt auch in der ausschüttenden Variante, die serierenden Variante gibt es ihn schon länger. 0,17 ist die TER, die Transaktionskosten liegen in der Höhe von 0,01%, so der Fonds in seiner Ausschreibung. Und vielleicht eben die tesorierende Variante für viele interessant. Die ausschüttende Variante würde sagen, naja, aufgrund der Nicht-Ausschüttungsmeldung ja, mitunter vielleicht steuerlich nicht das gelbe vom Ei. Die FMA hat eine Studie gemacht über die österreichischen Fonds und die Verwaltungsgebühren sind hier sehr, sehr stetig. Heißt, der Druck von den ETFs kostengünstiger zu werden, der dürfte hier nicht vorhanden sein. 1,13% ist die laufende Verwaltungsgebühr, die TER, bei den österreichischen Publikumsfonds und die ist es seit 2019. Bergfahrten.com, Christian von Bergfahrten.com, diejenigen, die ihn kennen, ich habe ja auch schon Interviews mit ihm gemacht, er lebt die finanzielle Freiheit und er berichtet auch immer wieder auf seinem Blog darüber und er macht jetzt sein 6. Lesertreffen. Letztes Jahr war es sein Lesertreffen in Linz, dieses Mal ist es in Innsbruck, es ist immer der erste Freitag im September, dieses Mal ist der erste Freitag im September, das ist der 6. September und dieses Mal in Innsbruck, wenn du sagst, du möchtest mit dabei sein, dann melde dich doch bei Christian. Ich habe den Link dazu, zu seinem Blog, wo du dich bei ihm melden kannst, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und er freut sich sicherlich über rege Teilnahme. Das heißt, einfach vorbeischauen, unkompliziert und mit anderen Gleichgesinnten plaudern über Gott und die Welt und natürlich auch über die lieben Investments. Die Steuerreporting-Verordnung kommt. Der Gesetzgeber hat gesagt, liebe Banken, liebe Broker, wir machen das jetzt deutlich einfacher für eure Kundinnen und Kunden, weil ihr ein ordentliches Steuerreporting, ein aussagekräftiges Steuerreporting anscheinend nicht hinbekommt, das mit der E1KV ganz gut übereinstimmt. Wir machen jetzt die Verordnung, den Entwurf, darüber habe ich schon ein Video gemacht, jetzt gibt es die Verordnung und wenn ihr sagt, hey, lieber Andi, mach doch bitte noch einmal ein Video über die konkrete Verordnung, die jetzt eben beschlossen ist, dann mache ich das gerne, schreibt aber dazu bitte einen Kommentar darunter, denn es ist natürlich wieder ein bisschen Arbeit, die ich da habe und wenn ihr jetzt sagt, ja, bitte macht das Ganze, dann mache ich das gerne. Um was geht es? Das Problem ist, du möchtest einen depotübergreifenden Verlustausgleich machen mit deinen steuereinfachen Brokern, also es geht immer um diese Inlandsbroker, dann hast du eben irgendeinen Wisch bekommen und du hast dann nicht gewusst, bah, wie kannst du das jetzt überführen in die E1KV, weil das eben nicht eine 1:1 Überleitung war. Ja, und das ist jetzt eben besser und das wird besser ab dem Kalenderjahr 2025 und das Reporting gibt es dann ab 2026 und das Ganze leider nur auf Anfrage. Das heißt, wir müssen uns jetzt dann an die Broker wenden, ob das jetzt dann per Download oder per E-Mail oder wie auch immer zugestellt wird. Das weiß ich nicht. Das ist noch offen. Das müssen die Broker dann realisieren. Aber es sind natürlich alle Banken, auch die Kryptodienstleister, darüber verpflichtet, dass sie dieses verpflichtende Reporting machen und es wird für uns Kundinnen und Kunden deutlich aussagekräftiger und besser. Aber der Nachteil ist, wir müssen uns an die Broker und Banken wenden und uns das von dort holen. Wenn du mehr wissen möchtest, schreibe einen Kommentar, vielleicht mache ich ein Video noch einmal darüber, wenn größeres Interesse daran besteht.
Wie sieht es mit den aktuellen Sparzinsen aus? Die aktuellen Sparzinsen sind weiterhin im Sinkflug. Die Inflation liegt bei 2,9%. Die Realrendite ist noch immer negativ, aber sie ist weniger negativ als bisher. Und wenn wir uns ansehen, wie sieht es den maximalen Sparzins aus? Wo kann ich mir hohe Sparzinsen holen? In Österreich maximale Sparzins bei Tagesgeld 3,6%, bei Ausland sogar bis zu 4,2%. Das sind meistens Angebote für Neukundinnen und Neukunden. Also wir haben meistens nur für wenige Monate. Bei 12 Monaten gibt es bis sogar im Ausland bis zu 3,56%. Klarna ist dann nämlich in Österreich gestartet und die bieten aktuell sehr hohe Zinsen an. Und wenn du wissen möchtest, wer bietet denn so hohe Zinsen an? Tagesgeld, Big Bank 4,2% für Neukundinnen. Advance Bank 3,76%, Addiko Bank bei 3 Monate 3,5%, 6 Monate Klarna 3,58%, 12 Monate Bindung Klarna 3,56%. Die sind aber nicht steuereinfach und da hast du das Ganze eben selbst zu versteuern. Und jetzt zum Schluss kommen wir natürlich wie immer zu den Neukundinnen und Neukundenaktionen. Bei Flatex gibt es die 100 Euro Trading-Guthaben weiterhin. Bei der Dalat Bank kennen die Depotgebühr bis Ende 2027. 1 Euro eigene Spesen pro Transaktion für 6 Monate ab Eröffnung. Fremde Spesen kommen noch hinzu. Rückerstattung von 250 Euro Übertragsspesen, wenn eine Position mindestens 2000 Euro ausmacht, und fürs Tagesgeld gibt es für 6 Monate 3,3% an Zinsen. Bei der Bank direkt gibt es 75 Euro Eröffnungsbonus, kein Depotgebühr bis Ende 2025, bis Ende Juni 2025, 1 Euro Ordergebühren für 3 Monate und Übernahme der Depotübertragsspesen bis zu 1000 Euro möglich. Bei der Erste Bank ebenfalls reduzierte Ordergebühr und Depotgebühr, kommen direkt 3 Euro lang um 3,90 Euro eigene Spesen handeln und 3,75% Tagesgeld für 6 Monate, Consorsbank 3,75% Tagesgeld für 5 Monate und 12 Monate lang um 95 Cent an der Tradegate handeln und 12 Monate alle Sparpläne gebührenfrei. Bei XTB Euroguthaben Verzinsung für 90 Tage 4,2% und bei Traders Place gibt es 100 Euro Neukundenaktion Cashbonus, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst. Das waren die Prognosen. Ich hoffe, ich habe dir wieder so einiges Neues erzählt. Wenn du irgendwas Neues noch weißt, freue ich mich natürlich über einen Kommentar, damit wir uns ein bisschen austauschen. Habe ich irgendetwas übersehen? Wenn ja, dann schreib es unten als Kommentar. Ansonsten freue ich mich beim nächsten Video oder auf der Webseite oder im Newsletter oder in unserer Community oder auf Instagram. Es gibt so viele Kanäle, wo wir uns sehen könnten, wo wir uns lesen könnten. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.